Die Gesamtbeurteilung kann wieder in der Übersicht gemacht werden. Ich kann das jetzt hier rauszoomen auf das ganze Signal. Ich habe also hier einen Bereich, wo ich ein schönes, sauberes Manöver vom antagonistische Manöver ableite und habe mich hier entschieden, dass es eher danach aussieht, als wäre es dann physiologisch eine Abnahme beim antagonistischen Manöver. Wenn ich jetzt diesen Bereich mir nochmal reinhöre, ist es durchaus vorstellbar, dass man auch beim schnellen Reinhören es auch mal verwechselt und denkt, es wäre eine Rhythmizität, die genau das Gegenteil impliziert, nämlich eine synkinetische Reinnervation im Sinne von Aktivierung des Musculus vocalis beim Sniffen. Also, wenn man nicht sehr aufpasst, könnte man sagen, Mensch, hier ist doch der Patient gesnifft und hier ist periodisch passiert was und eigentlich sollte beim Sniffen nicht was passieren, sondern sollte was verschwinden. Also ist das hier eine synkinetische Aktivierung, also eine synkinetische Fehlinnervation, Misdirected Reinnervation in den Muskel. Wenn man es aber genau aufpasst, sind die Ereignisse immer dann, wenn gesnifft wird, werden sie weniger, dass hier die Lücken auftreten. Das hört man auch ganz gut, könnte aber hier leicht zu einer Verwechslung führen. Und wie gesagt, ganz deutlich wird es hier hinten, wenn der Patient sich entspannt, was missleitend sein kann, sind so kurze, schnelle Manöver, wenn man der Patienten bittet, sehr schnell Hi oder A oder Sniffen und das in einem fast 1:1 Wechsel macht, dann lässt es sich schwierig entscheiden, war das jetzt das Manöver, was das ausgelöst hat oder ist die Pause zwischendrin, die EMG-Aktivität hat. Sinnvoller und einfacher zu interpretieren ist es, wenn man zum Beispiel dem Patienten einen Rhythmus vorgibt, der erst eine 2:1 Pause hat. Das war Pause, Pause, Pause. Dann ist es deutlich einfacher rauszuhören, als wenn es jetzt hier in diesem, wo man die Pausen fast genauso lang sind. Also, das wäre ein Fallstrick, den man sich nicht absichtlich antun muss.